Hey und willkommen hier zu Elden Ring, ihr Elden Lords und Elden Lord Anwärter. Wir waren hier und haben den Schmetterling versucht zu machen. Oh, wir haben echt schöne Augen. Oh, sexy. Geil. Ja, da sind wir beim letzten Mal dran gescheitert. Aber ich habe in Erfahrung gebracht, dass wir hier auch noch einen Boss haben, den wir, oder den ich, vollkommen übersehen habe. Dabei dachte ich eigentlich, dass wir hier durch den Fäulnissee eigentlich gut durchgerannt sind. Okay, nicht durchgerannt, aber wir sind ja einmal hier längs gegangen und dann einmal mittendurch, aber hier irgendwo versteckt sich wohl ein Bossfight. Und den wollte ich nochmal suchen. Der soll hier irgendwo knien? Ist das das richtige Wort dafür? Er soll hier irgendwo verweilen. Oh, ich hasse es. Und schon haben wir die Scharlachfäule am Sack. So, jetzt ist das eh scheißegal. Jetzt lass uns hier einfach durchrennen. Ich dachte, wir machen das richtig smooth. Ein Sippen. Ein rein Sippen. Gut, dann werden wir jetzt hier durchrennen. Irgendwie versuchen, diesen Secret Boss zu finden. Und wenn wir den haben, werden wir gehörig verlieren, wahrscheinlich. Nur um dann uns zu merken, wo dieser Boss sich befindet. Um danach sneaky an ihn ranzukommen, ohne zu verfaulen. So der Plan. Das Einzige, was ich halt weiß, ist, dass der hier irgendwo knien soll oder sowas. Also der soll hier in dieser Area irgendwo verweilen. Und ja, so seine Dinge tun halt, ne? Na, guck mal. Aber es hat sich doch gelohnt. Hier waren wir noch gar nicht. Und hier ist noch eine Truhe. Was haben wir drin? Ein Handbuch. Schickes Ding. Ja, wo könnte er sein? Hier ist er auch nicht. Gut, dann wissen wir schon mal, auf der kompletten rechten Seite befindet er sich nicht. Das Schöne ist, wir haben... Ja, das war knapp. Wir haben 0 Runen, die wir verlieren könnten. Sprich, das ist halt einfach alles scheißegal. Solange wir den Otto hier irgendwo finden. Er soll hier halt irgendwo rumknien. Warte mal, da ist doch so ein Knubbel. Ist das irgendwas, was kniet? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Könnte das irgendwie was sein, was kniet? Das sieht doch sehr kniend aus, oder? Ist das ein Fels? Nee, das kniet. Und wir sind tot. Woo! Also entweder ist das ein sehr... Nee, das sieht aus wie diese Drachen Ritter oder wie heißen die? Dragon Knights? Heißen die so? Ich hab keine Ahnung. Aber das Gute ist, er ist jetzt gekennzeichnet durch unseren Tod. Sprich, wir können jetzt da relativ gut hinkommen. Und dieses Mal machen wir es komplett sneaky. Jo, was geht? What's up? Ich hasse die Viecher, ne?
Naja, komm ran. Ja, tu doch nicht so, du Glubschauge. Ich würde halt echt gern, ohne irgendwie Boli zu benutzen, hinkommen. Und auch ohne irgendwie schon irgendwas anderes zu verschwenden, würde ich da ganz gern hinkommen. Das heißt, immer schön springen. Und dann hier so ein bisschen die... Was brauchen wir denn, um diese Kackboli nochmal zu machen? Also eine blöde Knospe, ne? Findet man immer seltener. Das ist auch toll. Ja, ein so wichtiger und essentieller Gegenstand, den man immer seltener findet. Aber von hier aus kann man ihn schon gut sehen. Ja, gut. Ich dachte wahrscheinlich... Also wir sind ja meistens hier lang gerannt, um hier oben diesen Onyx-Lord zu machen. Ich schätze mal, ich habe das dann einfach in der Ferne für, weiß ich nicht, einen Haufen Scheiße gehalten oder so. Und, whoppa. Boah, das wird auch immer schneller, habe ich das Gefühl. Naja, komm her. Wir haben keine... Jo. Jo, 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 nö, nö. Go away. Ich hasse euch. Bup, bup, bup. Jo. Nein. So. Ich hatte gedacht gerade, dass die uns hier verfluchen. Das wäre natürlich verdammt scheiße geworden. Aber schade, dass wir hier nicht noch mehr von diesen Plattformen erschaffen können. Oder können wir das? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir haben eigentlich alle gefunden. Oh, das wird auch immer schneller irgendwie. Boss voraus. Sehr gut, das hätte man natürlich lesen können. Hätte man. Hätte man, hat man nicht. Ich weiß nicht, von hier aus könnten wir den eigentlich schon angreifen. Haben wir einen Bogen oder sowas? Ich meine, wir gehen ja nicht mehr auf Magie, das... Dem haben wir ja abgeschworen. Kurzbogen. Rotholz-Kurzbogen. Das können wir sogar alles nutzen, ist das geil. Einen normalen Bogen können wir auch nutzen. Der skaliert. Guck mal, das ist beides sogar noch mittelmäßig, wenn wir das nutzen würden. Der ist sogar ein bisschen leichter als der hier. Schlangenbogen, Flaschenzugbogen, mächtiger Schuss. Beide haben mächtigen Schuss. Und beide sind ungefähr gleich gut, habe ich das Gefühl. Und der geht halt mehr auf Arkan. Komm, dann hauen wir uns doch mal den rein. Und was nehmen wir uns dazu? Was haben wir denn viel? Ja, nehmen wir uns doch einfach mal irgendwelche Kackpfeile. Irgendwelche Kackpfeile. Warte mal, wie viel FP haben wir eigentlich? Wir haben aktuell FP 121. Und was brauchen wir, um sie zu beschwören? 104, okay, oh gut, dann können wir sie ja drin lassen. Da hat sie ja nochmal Glück gehabt hier. Okay, so geht das. Und dann macht man das so. Und dann machen wir das so. Aber das juckt ihn nicht. Das juckt ihn einfach nicht. Ja, guck mal, die Boli haben wir gar nicht drin. Dann hoffe ich mal, dass wir das jetzt hier überleben, weil das hier sieht schon verdammt giftig aus. Wo wir uns... fuck. Wo wir uns drum bewegen, wollte ich gerade sagen. Gut. Dann nehmen wir hier mal einen Zip. Und hier können wir auch schon unsere Asche beschwören. Bist du bereit, mein Freund, ohne dich jetzt hier irgendwie so zu vergiften oder so? Oh, ich hoffe so sehr, dass wir das jetzt hinkriegen, weil ich meine, dass der andere, den wir mal hier hatten, der war einfach kacke.
meine ich mich gut dran erinnern zu können. Ja, ich liebe ihn jetzt schon. Komm her. Mhm. Nein, 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 nein. Ach du Fotze. Ich hasse dich, du Dreckskopf. Und wieso macht unsere Mimiktier nichts? Da waren wir einfach mal zwischen seinem Körper eingeklemmt und zwischen diesen Steinen. Wenn wir uns jetzt hierhin zurück teleportieren, sind wir dann unten beim Schmetterling oder hat er hier noch Ach lol, er hat hier sogar noch so ein Ding. Das ist doch cool. Das heißt, man muss gar nicht diesen ganzen beschwerlichen Weg, sag ich mal, gehen. Das ist doch vorteilhaft. Das ist cool, das wusste ich gar nicht. Gut, dann komm her. Dann ist das ja gar nicht mal so schlimm. Weil wir haben ja nichts zu verlieren. Weil wir ja keine Asche haben. So, komm her, du. Schieß mir den in den Arsch. Aber die Mimiktier, die kriegt doch hier nicht. Also die wird nicht verfault. Oder so, ne? So, jetzt komm her hier, du. Okay. Aber das macht auch Fäulnis. Wir sind genau reingesprungen. Das gefällt mir jetzt schon. Oh mein Gott. Lass uns hier raus. Lass uns auch, komm schon. Du süßer Kleiner. Oh, ich habe gar keinen Bock, da jetzt reinzugehen. Oh, jetzt haben wir auch noch Scharlachfäule. Ja, da wenn wir jetzt sowieso Scharlachfäule haben, dann können wir auch hier rein. Und ein bisschen hier der Mimik hier helfen. Yo! Okay, das wusste ich gar nicht, dass er das kann. Machen wir einmal noch den hier. Okay, ein bisschen hier gesteggert. Okay. Mimiktier. So. Und schnell hier raus. Aus der Suppe. Drachenschuppenklinge. Das ist doch, das gucken wir uns gleich mal direkt an. Die Drachenschuppenklinge. Jetzt grasen wir hier nochmal einmal schnell die ganzen Sachen hier ab. So, jetzt haben wir auch nichts mehr. Aber ich sehe hier auch keinen weiteren Loot. Das haben wir auch, das haben wir auch. Dann gehen wir schnell mal hier hin, bevor wir von der Scharlachfäule hingerafft werden. Und dann gucken wir uns mal die Waffe an, die wir gekriegt haben. Was ist denn das überhaupt für eine Waffe? Bub, das kann weg, das kann weg. Das haben wir gar nicht gebraucht. Ach, guck mal hier, das ist direkt hier. Eisblitzschwert, das klingt doch mal ganz geil. Das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Diese reine Klinge wurde aus einer geschärften Schotterschuppe, okay, gefertigt, die angeblich den uralten Drachen ihre Unsterblichkeit verlieh. Huh. Leider erreichte kein Drachenblutsoldat je die Unsterblichkeit seiner Vorfahren und sie alle starben als kümmerlicher und fahler Abklatsch der einstigen Herrscher der Lüfte. Okay. Ah, wir waren. Aber hat keinen Blutschaden. Hat keinen Blut. Ja, hat ein ganz normales Katana-Angriffsmuster. Das ist der leichte. Okay, der schwere ist ein Stich. Das ist der zweithändige. Das ist. Ja, okay, das ist so ein schräger Schlag. Manche Katana hauen ja einfach nur runter. Und mal gucken, was der FP-Angriff ist. Und danach
Bleibt Elektrizität auf der Waffe, oder was ist das? Eisblitzschwert. Ist das jetzt Eis oder ist das Elektrizität? Kann man das aufladen? Das ist schon geil. Das hat schon was. Also das macht Blitz. 130 Blitz. Ja, das kann man sich eigentlich mal im Hinterkopf behalten. Aber ja, gut. Blablabla. Hier den unten müssen wir noch machen. Machen wir aber noch nicht. Weil der ist schon echt Arsch. Das ist ein Arschloch da unten. Warte mal, haben wir das gemacht. Genau, dann können wir jetzt hier hingehen, weil wir haben ja von Rani die Upside-Down-Statue bekommen. Und ich meine, die kann man hier nutzen. Hier war das, glaube ich. Podest untersuchen. Ja, genau. Bist du blöd? Die steht doch falsch rum, Junge. Dreh die um. So, jetzt drehen wir die Welt einmal. Ich habe einmal gesagt. Okay, dann kann man die nochmal entfernen. Ach, guck mal, jetzt ist der Fahrstuhl wirklich oben. Ich weiß jetzt nicht. Hätten wir den Fahrstuhl erst ru... Nee. Oder? Warte mal, machen wir erstmal Licht an hier. Erstmal Licht an. Komm mal, jetzt können wir hier lang. Ich hasse Spinnen. Moin! Ach ja, ist das jetzt die da oben ist? Magierin? Warte mal. So, jetzt nervt die uns wahrscheinlich mit irgendwelchen Zaubern. Ja, war schon irgendwie klar. So. Da. Zieh durch. Oh, Digga. Ah, da unten ist jetzt... Okay. So, warte mal, da unten. Halbtot, da unten. Kommt man hier durch? Nein, kommt man nicht. Lasst uns hier erstmal aufräumen. Oh, ich hasse diese Viecher, ich hasse diese Viecher. So. Geht. Geht von dannen. So, warte mal. Jetzt hier vorne ist ja jetzt auch nochmal was. Ich habe so das Gefühl, dass wir, wenn wir da einmal lang gehen, Maske des Vertrauens, okay.
Ich habe das Gefühl, wenn wir da jetzt einmal lang gehen, dass wir nicht wieder zurückkommen irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Oh shit, shit. Okay. Oh, du blöde Nudel, Alter. Ja. Klarheit, okay. Ah, lass mich bitte erstmal heilen. Oh mein Gott. Oh, da ist mir gerade das Herz in die Hose gerutscht. Vorsicht vor rechts. Ja, schön. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall Klarheit. Klarheit, dass ich diese blöden Hände hasse. Voraus bin. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Ach, scheiße. Ja, okay, es ging. So, jetzt erstmal hier rumgucken. Also, ich meine, oben haben wir einmal alles abgesucht. Falls da noch was gewesen ist, was wir jetzt nicht mitgenommen haben und ihr das wisst, könnt ihr das gerne in die Comments schreiben. Dann hole ich das nochmal. Weil ich glaube mal, dass die Magierin dann nicht nochmal da ist. Diese nervige Troller. So, dann schätze ich jetzt auch einfach mal, dass wir jetzt hier noch ein weiter runter müssen. Okay. Da haben wir noch ein Item. Okay, lass uns hier... Fast wäre ich runtergeknallt. Lass uns hier einmal langlaufen. Aber das sieht so aus, als wäre auf dem oberen Ding hier nichts. Hier haben wir so ein Glühwürmchen. Hier ist auch ein Aufzug. So, hier ist nichts. Da hängt einer. Ansonsten ist hier auch nichts. Flucht. Okay, kann man hier irgendwie noch runter oder ist das nur ein Troll? Sieht aus wie ein Troll. Was passiert, wenn man jetzt hier drauf geht? Achso, okay, das ist ein Aufzug. So wie er das da oben schon angekündigt hatte. Habe ich mal gespannt, wo es jetzt hier hingeht. Hoch oder runter. Aber hier ist jetzt nichts, ne? Irgendwie so secret-mäßig. Schätze ich jetzt mal. Lass uns hier lang gehen. Bup, bup. Bup, bup. Tür. Oh, hat sogar eine Cutscene. Ist das Wind? Da sind wir jetzt ja draußen, oder was? What the fuck, wo sind wir? Okay, ich bin verwirrt. Ah, okay, hier sind wir. Aber hier ist nicht irgendwie alles umgedreht. Hier ist wieder alles richtig rum. Ah, schon komisch, diese Magie. Hier ist auf jeden Fall
ein Ort der Gnade. Das sehe ich sehr gerne. Würde ich einmal ganz kurz gerne gucken, was ist überhaupt Klarheit? Was war das denn? Das müsste doch hier irgendwo sein. Klarheit. Das war doch ein Zauber. Das war doch ein Zauber, die Klarheit. Und da war irgendwie so ein Mannequin. Sternenlicht, Terra Magica. Klarheit lindert die Belastung durch Schlaf und Wahnsinn. Okay. Warte mal, lasst uns hier erstmal resten und unsere Potions alle wieder resetten, bevor wir hier irgendwie noch weiter schreien. Hinten ist der Erdenbaum, der Eldenringbaum, der Eldenbaum. Oh shit. Nee, warte, das ist Specki, ne? Oh, ich mag Specki nicht. Specki. Jo, komm ran, Alter. Ich hasse dich. Geh weg. Ja, ja, ja. Tu nicht so cool. Alter. Jetzt macht er seinen Speck, ne? Warte, können wir jetzt hier? Cool. Ah, okay, da hat er uns aber getroffen. Aber hier kann man... Ja, okay, er kann aber auch hier durch. Aber mit seinem Speck... Ach. Anvisieren. Nee. Top. Und... Alter, lass uns durch. Lass mich. Alter. Und nochmal. Oh mein Gott. Okay, jetzt haben wir seine Specki-Rüstung gekriegt. Habe ich nochmal einen Herzklabaster gerade gekriegt hier. Ich dachte gerade schon, es ist vorbei. Aber wer hätte auch ahnen können, dass das Moby Dick hier vorsteht. Jetzt holen wir uns diese ganzen Runenfragmente. Dann werden wir mit all unserer Muskelkraft dieses gigantische Tor aufreißen. Aber das ist jetzt auch wieder so ein Tower, ne? Davon haben wir jetzt drei gehabt, ne? Einmal bei Godric, ne? Da haben wir ja Godrics Rune gekriegt, dann war da ja das, wo da dieser dünne Götterskalpe unten war. Ich meine, da hatten wir, das war ja, wait a second, der war ja hier, der Turm. Da hatten wir ja, glaube ich, die Rune von Radanchen gekriegt, von dem wir auch die Rüstung haben. Da bin ich gespannt, wessen Rune hier auf uns wartet.
gut, zeige mir die Rune, die auf uns wartet. Sind hier nicht immer diese komischen Finger? Engel sozusagen hier. Hä, aber wo sind jetzt diese Finger? Lol, jetzt ist hier die Nachricht weg. Wer ist das denn? Irgendjemand, den man kennt? Ne, die ist so verrottet. Sieht man nicht. Fluchmal des Todes. Erbe der Stirngucker. Vielleicht steht ja was bei dem bei den Items dazu. Ja, Erbe des Sternen. Nee, Gleisners. Sterngucker. Erhöht die Weisheit. Also es ist auf jeden Fall irgendjemand gewesen, der weise war. Also wahrscheinlich irgendwie eine Person, sowas wie ein Magier. Okay, und das, was wir von ihr gekriegt haben, das sah aus wie ein Rückgrat. Hier genau. Fluchmal des Todes. Das Fluchmal von Mondprinzessin Rani. Abgelegtem Fleisch. Aber stimmt, ne? Rani, die war ja immer wie so eine. Die sah ein bisschen aus wie eine Puppe. Vor allem die Hände, die waren ja irgendwie so hergestellt, sahen die aus. Das Fluchmal von Mondprinzessin Rannis abgelegtem Fleisch. Also ist das Rani oder was? Also als sie gelebt hat. Also das ist irgendwie Rannis Körper, also menschlicher Körper, schätze ich jetzt mal. Okay, und warum liegt die hier tot in der Gegend rum? Fragen über Fragen, Leute. Fragen über Fragen. Ist Rani ein... Also Rani meint ja, dass sie sich verpiept. Also dass sie abhaut. Ist sie jetzt eigentlich weg? Das würde mich mal interessieren. Gucken wir mal, ob Rani weg ist. Dann können wir ihr nämlich sagen, dass wir ihren toten Körper entdeckt haben. Rani, wir haben deine Leiche gefunden. Komm mit, die will ich dir zeigen. Ja, sie ist weg. Aber lol, hier oben ist jetzt auch ein Ort der Gnade. Der irgendwie nichts bringt, wenn hier oben niemand ist, habe ich so das Gefühl. Aber egal. Von Orten der Gnade kann man nie genug kriegen. Okay, dann haben wir das gemacht, dann haben wir das gemacht. So, vielleicht könnten wir jetzt noch einmal mit ihren Mitstreitern reden. Also ich meine, wo Blight oder Blatt oder wie der heißt, hier der Halbwolf ist. Wo der Halbwolf ist, das weiß man ja nicht. Der chillt da ja auch irgendwo rum. Ach ja, wir könnten auch mal die Gargoyles nochmal versuchen. Fällt mir gerade mal auf. Tot. Ja, die Gargoyles können wir auf jeden Fall nochmal versuchen. Jetzt wollte ich einmal gucken, ob hier Horst noch was zu sagen hat. Oh, Horst ist tot. Lol. Wieso ist ein Selvius tot? Selvius Klangperle. Und seine Rüstung. Oh, okay, das gefällt mir. Oder wir können seinen Körper untersuchen und dann können wir Sternlichtsplitter abgeben. Einmal 2 und einmal 3 und dafür würden wir einmal Puppe von Fingerjungfer Terolina. Wer ist denn Terolina? Ist die bekannt? Und Puppe von dem Gefäßunhold können wir bekommen. Sind das Aschen? Ja, komm, die holen uns doch mal. Aber es sind Aschen, oder?
Ja, hier unten. Aber es sind andere Aschen. Das sind Puppen, ja, ist klar. Das sehe ich selber, dass das Puppen sind. Aber krass, okay, ja gut. Dann ist der auf jeden Fall tot. Aber Iji müsste ja noch leben, oder? Oder ist er auch massakriert worden, nachdem Rani weg ist? Ich hoffe mal nicht. Nee, Iji lebt noch. Oh, there, have you heard? Lady Rani has departed on her journey along the dark path of Empyrean from Rena's Rise, as she calls it. It would not have been possible without you. As Lady Rani's war counselor and moreover her childhood warden, I express my deepest gratitude. You and only you were Lady Rani's true champion. Okay. My purpose is nearing its end. I've served Lady Rani for as long as it has been a long and wonder. Now Lady Rani is in your hands. I pray that you serve her well. Ey, hör mal auf so zu reden. Du hast noch viel zu tun. Viel zu machen. Guck mal, zum Beispiel das. Das hätte ich niemals bekommen, hätte ich dich jetzt nicht nochmal angesprochen. Und guck mal, wir können sogar unsere Waffe nochmal verstärken. Auf Stufe 18. Ich dachte gerade so, what the fuck, warum bewegt er sich? Guck mal, es bleibt. Aber Blutverlust wird dann auf 2 und... Brauchen wir... Leubron 6. Dann brauchen wir nochmal hiervon. 2. Und hiervon nochmal 4. Dann bräuchten wir hiervon nochmal ein paar mehr. Von Schmiedestein der Stufe 7. Aber davon verkaufst du leider nichts. Aber egal, die Waffe wird immer... Und immer stärker. Gefällt mir. Okay, dann haben wir das gemacht. Haben wir das alles gemacht. Das haben wir alles gemacht. Dann würde ich nochmal versuchen, eben flott diesen Meteoriten-Ochsen zu machen. Auf entspannt. You know. Das heißt, wir würden jetzt erstmal hier hochjumpen. Dann würden wir ihn so gesehen triggern dadurch. Dann würden wir ihn einmal hier seine Dreier-Kombo machen. Da kommt sie durch, Alter. Und dann schnell uns beschwören. Und direkt hier mal so ein bisschen ausweichen. Werden wir hier fighten. Auch wenn ich ihn noch nie im Nahkampf gemacht habe. Ja, komm, du hältst so was aus. Alter. Mann. Was machst du denn da? Du musst doch hier mal ein bisschen mehr hiervon machen und ein bisschen mehr davon. Also ich habe das Gefühl... das Gefühl, dass unsere Asche gerade irgendwie so ein bisschen dämlich ist.
Nein, 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 nein. Oh, Scheibenkleister. Let me go. Maschallah, Digga. So, eins. Und zwei. Und... Scheiße. Ah, one hit, wonder. Hätten wir? Nee, doch nicht. Pretty shitty. Oh, jetzt lass mich das doch machen. Eins, zwei. Ah, Junge, leck mich. Nein, nein, nein. Oh, Junge, ich hasse dich, ich hasse dich. Du bist so ein Wichser. Und auf ein neues. So, mit O. Das wollte ich genauso machen. Bup, 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 bup. Okay, wir machen erstmal den hier. Dann machen wir den hier. Und danach machen wir nochmal den hier. Danach machen wir den hier. Danach machen wir den hier. Jetzt komm schon. Yes, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Ah, ich fress seine Mutter echt. Jetzt komm schon. Ich liebe ja diese verzögerten Angriffe. Die besten Angriffe. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah, ich... Ah, fick dich doch, du. Der Drecksochse, echt. Aber wieso macht unser... Mimik-Tier kein kein Blutschaden, also nicht diesen special-mäßigen Angriff. Und wir haben alle Runen verloren. Geil. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Aber ist eine Band.
hier kann man jetzt vielleicht gucken, ob, wenn wir gerufen werden, falls wir gerufen werden, ob wir dann ihn auch so gesehen besiegt haben. Das fände ich mal ganz interessant zu wissen. Können wir in der ganzen Zeit hier vielleicht auch mal ein bisschen, genau, eine Potion nehmen. Das wäre wichtig. Oh, ich hasse es. Ich komme überhaupt nicht klar. Nee, dass wir hier so mal ein bisschen die Runen verschnabulieren. Vielleicht können wir dann noch mal so ein paar Level gut machen. Wäre ja schon mal ganz geil. Ich glaube, jetzt sind wir ganz falsch irgendwie. Ja. Machen wir hier von mal 4 erstmal nur. Ich weiß nicht, wie viel die geben. Das müsste doch jetzt schon wieder ein Levelchen sein, oder? Stufenaufstieg. Ja, das sieht doch aus nach einem guten Level. Machen wir einen auf Arkan. Ja, komm, wir machen einen auf Arkan. Wie weit hält denn unser goldenes Zeichen? Also wenn wir jetzt da weggehen und hier so ein bisschen weitermachen, hält das goldene Zeichen dann noch und wir können immer noch gerufen werden? Das wäre ja mal interessant zu wissen. So, wir gehen jetzt nach hier, genau. Weil ich finde nämlich, dass das hier aussieht wie ein Dungeon. Wie eine Höhle. Ach, das ist hier wieder so ein verkackter ist das. Und wenn da so komische Menschen hier rumlaufen, dann heißt es eigentlich auch, dass hier irgendwo ein Erdenbaum ist. Und dass hier dann so ein Krüppel rumläuft. Hier haben wir auf jeden Fall ein Handbuch. Hier ist nochmal ein Ort der Gnade. Das hätte ich hier gar nicht erwartet. Siegel des der goldenen Ordnung. Und hier sind ganz, ganz viele goldene Tausendfüßler. Achso, das hier ist so gesehen ein junger Erdenbaum. Quasi noch ein Kind. So, töten wir den mal, bevor er Eier legt. Was sehen wir denn von hier? Hier sehen wir diesen komischen Turm. Da kommen wir aber nicht hin, es sei denn, wir machen Selbstmord. Und dann kommen wir trotzdem nicht hin. Bäh. Und mal ein Pferdchen. Gut, was haben wir hier? Das ist auf jeden Fall irgendwas, was man anvisieren kann.
er trauert, weil hier irgendwelche Leute gestorben sind, die er kannte, und wir töten ihn einfach. Aufs Grausamste. Aufs Grausamste hingerichtet. Beim Trauern um seine gefallenen Familienmitglieder oder Kameraden. Aber ich bin mal gespannt, wo und ob wir irgendwo Alexander wieder treffen. Das letzte Mal hatten wir den ja gesehen in, what the fuck, was? Ist das ein Drache? Nee, das ist so ein Vieh. Ja, nein, nein. Böse. Ich hasse die Dinger. Ich hasse die Dinger. Ja, er hat uns gegrabt. Jetzt macht er seinen Arschangriff. Keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie Kacke, Kotze, alles. Ja, klar, nehmen wir uns mit. Junge, stirb doch einfach. Das Ding ist, der ist auch irgendwie so unübersichtlich, habe ich das Gefühl. Man weiß nie, ob man jetzt irgendwie was macht oder... Okay, ist tot. Und eine goldene Saat gibt er. Dolch. Und ein Riesenbrecher. Ein Riesenbrecher. Da ist er, der Riesenbrecher. Egal, den können wir nicht tragen, ist klar, der ist... 60 Stärke braucht er. Das ist der normale Angriff? Das ist der starke Angriff? Okay, der sieht lustig aus. Das gefällt mir. Das ist der normale Angriff beidhändig. Und das ist der starke Angriff beidhändig. Feier ich mega. Also wir werden wahrscheinlich jetzt nicht das Richtige sehen, aber das hier wäre jetzt der FP. Okay, da leuchtet man komisch. Beharren heißt es. Keine Ahnung, was das bringt. Okay. Dann lasst uns hier runter. Irgendwie. Irgendwie schaffen wir das schon. Da läuft wieder so ein Ding. Was man töten muss, angreifen muss, whatever. Ja, lass uns hier erstmal die Klöpse hier töten. Oh, noch doch kein Gift. Wo ist der Läufer? Geht der irgendwie eine extrem lange Runde oder? Ja. Da sehe ich ihn doch. Wo geht er jetzt hier lang? Okay, geht genau hier lang.
hier geht er zweimal lang. Gut, das merken wir uns. Und dann brauchen wir irgendwas. Ja, wir nehmen einfach unseren normalen Schnitt hier. Der hat ja schon ein bisschen Reichweite. Ich hoffe mal, wir kriegen den erwischt. Aber wir haben ja zweimal die Chance irgendwie. Bis er dann wieder eine etwas größere Runde dreht. Erstmal kommt er von hier. Da kommt er. Also machen wir uns bereit. Geschafft. Kriegsasche, Gebet, Gebetsschlag. Also wer den Gebetsschlag benötigt, den findet ihr hier. Ich kill die jetzt gerade einfach nur alle, weil sie mir auf den Sack gehen. Ich hasse die Viecher. Ich meine, die furzen rum, stinken, sind giftig und nerven einfach nur. Aber mir ist aufgefallen, die haben halt zwei Öffnungen. Die obere, die macht halt so AOE-mäßig um ihn herum. Und die andere, die pustet den Scheiß einfach in eine Richtung rein. Also, weiß ich nicht, wer denkt, du kommst von der Seite, wo genau diese Öffnung ist, dieses Arschloch von ihm, dann macht er halt in deine Richtung einmal Gift. Und wenn er denkt, okay, ich treff dich damit nicht, dann macht er halt dieses, was halt überall hingeht. So, wenn wir einmal resten. Rasten. Einmal activaten. Das sieht doch schon aus wie eine. Ja, das hätte auch ein Blinder gesehen. Versiegelter Tunnel. Schade. Ich dachte, dass der Blutungseffekt früher eintrifft. Jetzt geht's hier runter, jetzt geht's hier geht's lang und da hinten wird's auch nochmal lang gehen und hier geht's auch noch hoch und dann geht's hier nochmal nach links und dann geht's hier nochmal nach rechts. Okay. Hier oben, das haben wir. Das sieht aus, als wäre das hier so ein Rundgang. Sprich, wenn wir hier hingehen, dann kommen wir auch da lang. Du bist weg. Was ist hier? Klangperle. Bin ich gespannt, was die uns einbringt. So. Backstab. Ah, okay, die machen Gift. Okay, ich dachte, hätte drauf gewettet, dass er gestorben wäre. Schön from behind in the ass. Bup, bup, und den kriegen wir nochmal ab. Das ist irgendwie immer so, ich weiß auch nicht. Knapper Schinken. Knapper Schinken. Okay, wir haben die Spitzhacke gekriegt. Spitzhacke. Aber hier muss es doch irgendwie noch weitergehen. Es kann doch nicht sein, dass es hier abrupt endet. Was sagen denn hier die schlauen Leute? Lügner, Lügner voraus. Hier muss doch irgendwie was sein.
Aha. Und hier muss da ja auch immer sein. Irgendwie muss man hier noch wahrscheinlich hier irgendwie runterspringen können. Ja, hier ist zum Beispiel nochmal so ein Ding. Hier ist auch nochmal so ein Zwischending. Hier ist das Ding vom Zwischending. Können wir direkt wieder hochfahren. Okay. Hier ist das Ding. Bup. Bup. Fünfer. Okay, hier wird es nochmal drauf gehen. Hier wird es nochmal drauf gehen. Gehen wir erstmal hier hin. Okay, da hätte eh nichts viel. Da wäre eh nicht viel gewesen. Da ist auch nichts. Okay. Ja, verarsch dich selber. Als ob es hier runter geht, damit es hier nicht weitergeht. Und als ob hier es auch nicht mehr weitergeht. Natürlich. Wer es glaubt. Okay, warte mal. Hinten versuchen und dann eine Vorsicht vor runter. Gut, hier wird es einfach nur runtergehen. Von hier aus kommen wir einmal dahin. Von hier aus, wenn wir einmal dahin kommen, das wird nach dort gehen. Okay, das heißt, wir können hier hin und wir können hier hin. Und das hier ist auch der einzige Weg, wie wir hier hochkommen. Also nach hier hin. Mashallah. Du Wichser. Mhm. Das war knapp. Hätte der das Bluten aktiviert, ne? Dann wären wir sowas von pulverisiert. Wir wären pulverisiert gewesen. Oh nö, jetzt kommt hier schon wieder dieser Kackdampf. Okay, er kommt selbst nicht damit klar. Er ist noch Anfänger. Er ist noch ein Newbie. Was haben wir hier? Steinschwertschlüssel? Und es geht hier auch nicht weiter, okay. Der Steinschwert-Schalüssel. Gut, hier wird es runtergehen, aber das schaffen wir natürlich auch über die Leiter. Okay, hier wird es auch nicht mehr weitergehen. So, gut, die sind alle dood. Dood sind die. Guck mal, wo es hierhin weitergeht. Ah. Plumpe Person. So, wahrscheinlich, wenn man hier nicht durchpasst. Aber hier würde es runtergehen. Und hier oben ist die... Ja, dieses Teil halt, ne? Ich meine, wir wissen ja alle, was wir meinen, ne? Das ist halt dieses Teil. Oh, fuck this shit, I'm out. Ich sagte, I'm out. Oh. Okay. Leco mio. Ich kack ab. Ich kack ab. Ich sag's euch. Ich kack ab. Komm, mach deinen. Boah, ich hasse Iron Maidens. Echt. Die haben auch einfach... Yes, 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 yes. Ich glaube, wir haben jetzt hier unten alles geklärt. Wir haben hier unten einfach alles geklärt. Okay, die ist stuck da so ein bisschen. Und jetzt ganz schnell, ganz schnell. Run, boy, run. Du, 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 du.
Ja. Iron Maidens, die klettern können, müssen erstmal erfunden werden, mein Freund. Bub. Bub. Oh, das ist eine Todesfalle. Bub. Oh, moin. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass hier unten auch nochmal eine Falle ist. Mit diesen Explosionswürmern. Würmern. Ja, nochmal einen alten Reißzahn. Guck mal, die sind hier auch nochmal explodiert. Aber schön ist, wenn wir hier einmal jetzt alles einsammeln, dann müssen wir hier halt nicht nochmal hin, ne? Dann sparen wir uns so ein paar Explosionswürmer. Oh ja, Parkour, wie schön. Das liebe ich ja, wenn From Software das macht. Wenn sie ihren Parkour rausholt. Holen, wenn sie ihren Parkour rausholen. Da ist ein Item. Ich will es haben, auch wenn es nur irgendeine Kacke ist. Und ich wette, wir kommen da nicht drauf, wenn wir jetzt hier so hinspringen. Da unten war sie der Tod. Egal. Und wir haben es geschafft. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich dachte, jetzt fallen wir runter. Bup. Gut, da ist noch was. Bup. Jo. Schala. Der ist bestimmt genauso gestorben. Die arme Sau. Goldene Rune der Stufe 9. Zu Breischlagen versuchen. Warum haben wir Lüge? Keine Elden Ring-Dinger. Hier. Genau hier. Leute, hier. Hier müsst ihr hin. Der Bossraum hier, das ist ein Fake. Da hinten ist er. Okay. Oh, der Onyx-Kollege. Ach nee. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist der Onyx Dude gar nicht mal so. Der ist gar nicht so stark. Der tut immer nur so. Ja, den hätten wir auch alleine gekriegt, ganz ehrlich. Lusche. Onyx Fürsten Greatsword. Onyx Fürsten Greatsword. Und Großschwert. Chromschwert. Warte mal, gucken wir mal. Hier, Onyx Fürsten Großschwert. Gucken wir uns das nochmal an. Ist halt ein Großschwert. Aber schwingt gut. Das ist jetzt der schwere. Oh, guck mal, da machen wir so eine Pirouette bei. So, beidhändig. Das schwingt auch gut. Mit so einer Pirouette, das gefällt mir. Und das ist hier der starke. Ja, okay, das wäre jetzt wahrscheinlich dieser Gravity Move, wo das so alles rangezogen wird, aber den gibt es ja nicht, weil wir können uns ja dieses Schwert nicht leisten.
Traurig. Ah, okay. So kommt man dahin. Ich wollte gerade noch sagen, traurig, aber war. Aber, ah, okay. So kommt man hier hin. Gefällt mir. Bup. Ach komm. Wir wollen uns ja hier nicht schlechter machen. Und die nächste schwere Mauer. Absolut fest verschlossen. Das ist ja, das ist cool. Es ist absolut, absolut schlecht verschlossen. Fest verschlossen. Und schlecht verschlossen ist es auch. Auch wenn es gut verschlossen ist. Ne, wir gehen lieber hier hin. Das geht, glaube ich, schneller. Gehen wir dann nochmal durch den, diesen Flussbereich. Das müsste in der Richtung sein. Weil in die andere Richtung müssen wir auch einmal noch gehen. Bevor wir dann hier den Weg nach links weiter erkunden. Weil ich will eigentlich heute noch in die Stadt reinkommen, aber es ist halt schon wieder... Es ist halt schon wieder so spät. Wir sind schon wieder bei einer Stunde 12. Was war denn das gerade für ein Licht? Sehe ich schon Geister. Ihr habt es gesehen, da ist gerade Kacke von der Wand gefallen. Aber hier ist... Hier ist nichts. Hier ist absolut gar nichts. Hier haben wir nur einmal dieses Ding hier, was uns hochkatapultiert. Oh, das sieht aber echt cool aus. Dafür hat es sich gelohnt, diesen ganzen Weg zu laufen, hier lang, nur um hier nochmal hochkatapultiert zu werden. Das hat sich gelohnt. Gut, jetzt sind wir hier. Da oben ist nochmal ein NPC scheinbar, der wird da angezeigt. Mal gucken, wer da auf uns wartet. So, wer wartet hier auf uns? Hier haben wir auf jeden Fall erstmal eine goldene Sword. Da. Ah. Die alte Fingeroma. Wieso will sie eigentlich immer die Finger lesen? Ah, die geht mir schon auf den Keks, muss ich sagen. Geht mir auf den Keks. Ja, hier wird es jetzt in die Stadt reingehen, aber hier ist halt auch noch echt viel. Und weil wir auch schon so viele Dinger haben, hier goldene Saaten, würde ich auch mal so sagen... Warte mal, wen siehst du denn? Oh shit! Oh mein Gott! Das ist Margaret. Nee, Morgoth. Margaret. Hey Magri. Magi. Magi. Magit. Margrot. Rotten. Ja, schön von unten einmal so durchs Gesicht gezogen. Ah, ja. Das Schöne ist halt, dass unser, mashallah, unser Specialist-Move uns selber halt auch nochmal so ein bisschen ramponiert, wenn wir ihn nutzen. Und, ich wollte gerade ausweichen. Ich wollte gerade ausweichen. Und jetzt kommen wieder diese Kackdinger. Und, ich liebe ihn. Also eigentlich würde ich schon ganz gerne... Oh ja. Oh, ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Morgoth, komm her. Hey, wo gehst du hin? Margaret? Nein, nein, nein. Ich will ihn.
mit meinem schlechten... Oh, lecke mich. Mit meinem schlechten Spielstil möchte ich ihn First Try machen. Auch wenn ich bei jedem Schlag von ihm gehittet werde. Ah, jetzt stirb doch endlich, du. Ich würde mich so schlecht fühlen. Ich würde mich so schlecht fühlen, wenn ich er wäre. So, da oben ist ein Ort der Gnade. Und dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal beim nächsten Video weitermachen. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.